Hey Pieps, hier ist Pupsi Slime Surprise drin und das verschenke ich jetzt und wir gucken mal, wie das kleine Mädchen darauf reagiert. Viel Spaß! Ich habe heute ein Geschenk für dich. Ui, was ist denn das? Ja, schau mal rein. Was mag da denn wohl drin sein? Kennst du das? Nö. Oh cool, was ist denn das? Das hier ist nämlich Pupsi Slime Surprise. Damit kannst du Schleim selber machen. Cool. Mein Fingernagel ist eh schon abgebrochen. Da rennt dein Schleim auch nicht weg. Okay, machen wir es halt so. Da ist was. Fertig. Au. Oh cool. So Schimmerpapier drin. Wow. Ein Messbecher. So, dann haben wir jetzt hier noch eins. Das schimmert auch wieder so richtig. Die hat eine coole Frisur, finde ich, und Glitzeraugen. Und ich glaube, hier unten kann man das aufmachen und dann den Schleim aufbewahren. Haben wir hier noch ein langes. Geil. Das ist so ein Becher mit so einem Kackhaufen drauf. Und hier ist so ein Strohhalm, der schön glitzert. Da steht jetzt Welcome to the After Potty. Hier kann man gucken, was man hat. Und da werde ich jetzt einfach mal suchen. Ah, hier ist es. Also da gibt es entweder rosanen oder orangenen Schleim. Ja, wir gucken mal, welchen ich habe. Oh, da kann man ja noch was aufmachen. Das machen wir jetzt mal. Opa. Das geht ja gut. Das geht ja gut, ja genau. Kindersicherung. Oh, was ist denn das? Cool, Einhorn fressen. Oh, cool. Unicorn Magic. Das ist so Glitzerpulver, so Surprise. Das ist so Zauberduft. Da ist jetzt so eine Flüssigkeit drin. Ne? Da ist jetzt so ein Magic Spoon, ein magischer Löffel. Wow. So, jetzt hast du ja das Ganze aufgepackt. Bist du bereit? Ja. Okay. Schritt Nummer 1. Nehme den Deckel von dem Becher ab. Nehme den Messbecher und da müssen wir jetzt 15 Milliliter Wasser reinmachen. Stopp. Und das Ganze wiederholen wir jetzt einfach nochmal. So, jetzt haben wir den zweiten Becher. Jetzt hast du hier den Einhornduft. So, jetzt machen wir 5 Tropfen rein. Jetzt kannst du den Einhorn fressen in den Becher kippen. Okay. Guck mal die Farbe. Oh, rot. Sieht ja irgendwie eklig aus. Wie Blut. Deckel drauf und schütteln. Eine Minute. Ah. Oh, shit. Das ist aber nicht so schön, dass der Becher undicht ist. Ich will nicht wissen, wie es bei den Leuten daheim aussieht. Jetzt wickele ich das einfach mal in Papier ein, dass man nicht ein Lifehack ist. Wir müssen das jetzt 15 bis 20 Minuten stehen lassen. 2000 Jahre später. Angeblich soll es jetzt Schleim sein. Also, uns erwartet oder? Nee, das ist nichts. 2000 Jahre später. Also, der Schleim ist nicht richtig feste geworden und deswegen haben wir es noch mal länger stehen lassen. Ich bin voll gespannt. Ja, sie doch, oder? Guckt euch mal bitte diese Konsistenz an. Es klebt wie Butter, aber ich sag euch, so muss Schleim sein, sonst hättet ihr Knete. Jetzt kannst du Glitzerpulver reinmachen. Okay. Jetzt kannst du dein Magic Spoon nehmen und grüßt das Ganze etwas. Oh, das ist richtiger Schleim. Mal gucken, ob der pupst. Er verändert nicht die Farbe, es ist einfach nur Glitzer. Boah, das sieht aber schön aus, oh mein Gott. Patti, hör mal, wie das klingt. Boah, der fühlt sich aber echt richtig gut an. Und meine Fingernägel, die sehen aus wie die Pappe. Ich mach mir mal ein paar Fingernägel. Der lässt sich wirklich mega ziehen. Guck mal her. Aber stinken tut er wie die Hölle. So Leute, jetzt habt ihr mal die Reaktion von einem Mädchen gesehen auf Pupsi Slime Surprise. Kennt ihr das? Habt ihr das auch bekommen? Dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie du reagiert hast, als du es bekommen hast. Tschüssi, Bissli.